Da geht sich nun mal tot, Frau Lutz. Herr Schnicks, das mit Ihrer Schwägerin, das tut mir ja so leid. Ach, jetzt lassen Sie es mal gut sein. Bitte. Recht feindlich. Frau Lutz, was sind das für Personen? Die Presse und ein Bestattungsunternehmen. Ha! Schmeißfliegen! Arschgeier! Ja, ich war bloß zu putzen da. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie dreckig das hier war. Ist alles schön und gut, Frau Lutz, aber Sie können nicht einfach wildfremde Personen hereinlassen. Scherz, mein Name. Von den Feuerberger Vorrichten. So gut, Herr Scherz. Gerade vor 10 Minuten habe ich vom tragischen Ereignis erfahren. Ich sage Ihnen, das Ableben von meiner Schwägerin und meinem Schwager ist ein herber Schlag für mich und meine Frau. Aber ich selbst, ich trauere sehr. Das macht mich ja so betroffen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich jetzt in meiner Trauer allein ließen. Aber mein Gericht? Ach, schreiben Sie, was Sie immer bei solchen Gelegenheiten schreiben und nehmen Sie die Frau Lutz gleich mit. In ein paar Tagen stehe ich Ihnen für ein Interview zur Verfügung. Ja dann. Auf Wiedersehen. Okay. Ganze Summa summarum 11.999 Euro. Wie meinen? 2 Massiveichensärge mit Samt ausgeschlagen, Samtüberführung, falls man die Leichen findet, Verfeuerung und Bestattung in einer vergoldeten Doppelurne plus Grabstein aus garantiert unverwüstlichem Granit. Na, hören Sie mal. Sie haben ja recht. Wenn wir die verbilligten Särge aus dem Winterschlussverkauf nehmen, dann wäre das Ganze wohl etwas günstiger. Lassen Sie mich sehen. Ach, ich will nicht sehen. Ach, jetzt hätte ich beinahe den verunglückten Bonus vergessen. Somit kämen wir auf 5.777 Euro und 50 Cent. Oh, die Frau, die macht mich noch wahnsinnig. Wenn Sie nun bitte hier unterschreiben. Ich unterschreibe nicht. Ich muss schon sagen, Sie sind ein schwieriger Verhandlungspartner. Vielleicht kann ich Ihnen noch etwas Rabatt gewähren. Rabatt? Somit kämen wir auf runde 5.000 Euro. Sie hätten dann nochmals mehr als 10% gespart. Ja, dann. Aber ich bin nur für die eine Hälfte zuständig. Die andere Hälfte müssen Sie sich bei der Frau Cordula Zeiss holen. Und jetzt wäre ich Ihnen verbunden. Sie ließen mich in meiner tiefen Trauer allein. Na, natürlich. Rücksichtnahme und Pietät sind unsere höchsten Gebote. Unsere Firma achtet auch sehr darauf, jede Aufdringlichkeit zu entbehren. Sie finden ja selbst hinaus, natürlich. Ja? Natürlich. Ach, bevor ich es vergesse, herzliches Dank. Großkotz, dass du so schnell den Löffel abgibst. Ha? Ausgelacht. Ausgelacht hat er mich, weil ich nicht verreise, weil ich sparsam lebe und weil ich jeden Cent einzeln umdrehe. Aber das Unglück für den einen... Ich frage Sie, muss man? Ich frage Sie. Muss man denn alles mitmachen? Muss man sein Geld für sündteure Reisen
hinausbleiben, sinnlos, aber das Unglück für den einen kann oft das Glück für den anderen bedeuten. Ich hoffe, er hat mir noch genug übrig gelassen. Na endlich! Ist das nicht schrecklich, meine arme Schwester? Jetzt sag nicht, Sie haben Arbeit. Sie ist tot, mein Gott! Reiß dich zusammen! Sei froh, dass ich dich überhaupt geheiratet habe. Du würdest heute noch in einem Winkel rumhocken. Ich weiß ja, Horst. Ein anderer hätte dich sowieso nicht genommen. Ja, natürlich, Horst. Es wird sowieso höchste Zeit, dass sich meine Opferbereitschaft endlich bezahlt macht für mich. Ich weiß ja, was ich an dir hab, Horst. Ja, und was hat deine Schwester gemacht? Was hat deine Schwester gemacht? Aufgehetzt hat sie dich gegen mich. Ha, gegen mich, also. Ha. Aber sollten wir nicht doch noch ein paar Tage warten? Da bin ich blöd oder was? Was glaubst du, wegen was geschieht, wenn wir nicht sofort uns die Sachen sichern? Ha? Ich weiß nicht. Ha, sie weiß nicht. Natürlich weiß sie nicht. Intelligenz ist nicht vorhanden. Du hast ja recht, Horst. Es gibt zwei Gründe, warum wir hier und heute und sofort aktiv werden müssen. Der erste Grund ist das Finanzamt. Was wir heute beiseite schaffen, schenkt nicht mehr im Nachlass auf. Du bist ja so schlau, Horst. Unser zweiter Grund, Elfriede, was wir uns nicht sichern, sichert sich die Cordula. Also Elfriede, lass die Heulerei und denk an deine Aufgabe. Ja, Horst, natürlich, Horst. Du räumst alle Einrichtungsgegenstände von Wert, also ich meine Teppiche, Möbel, Achtung, weißt schon, was zu tun hast. Du räumst alles hier auf die Seite. Ja. Und wenn du hier fertig bist, holst du das Zeug aus den anderen Räumen und alles schön auf diesen Stapel hier. Ja, Horst. Ach, ich finde dich. Ich würde dir ja gerne helfen bei den schweren Sachen, Elfriede. Aber du weißt ja, mein Kreuz. Ja. Ich habe sowieso die schwere Aufgabe und muss die ganzen Regale nach Wertvollem durchforsten. Da. Oh, eine Original-Erstausgabe von Schiller. Zusammen. Ja, aber Horst. Ach, wir brauchen ja nicht viel. Unsere Wohnung ist eh schon übervoll. Ich nehme mir nur ein paar Kleinigkeiten. Du willst die ganzen teuren Möbel nicht? Was soll ich mit dem Zeug? Räumt erst mal alles zusammen, ich suche mir dann ein paar Kleinigkeiten aus. Kleinigkeiten. So, was hast du denn da in der Hand? Ach, ein Buch. Was für ein Buch?
Ach, nichts Besonderes. Zeig mal her. Nein, nein, das habe ich mir schon ausgesucht. Das hast du dir aber wohl nur gedacht. Aber Horst! Das ist nicht blöd und hilf mir! Wenn ich das nicht kriege, kriegt's keiner. Lass los, das ist eine Originalausgabe, du blöde Gans! Blöde Gans? Jetzt bin ich das nicht. Ach. Au, die Haut, ja! Das ist Körperverletzung, eindeutig! Na und? Ich halte es nicht mehr länger aus! Schiller, was ist jetzt daran so wertvoll? Ja, nichts. Ich mag halt den Schiller. Gell, Elfriede? Ja, ja, ja. Den mag der Horst. Was hast du gesagt? Originalausgabe? Was willst denn du mit so einem alten Buch? Wenn du das willst, ist es teuer. Teurer als all die Möbel und Gemälde zusammen. Ha! Nein, Burgfordener. Dann behältst du halt das Buch und ich krieg die Möbel. Dann war das nur ein Trick von dir. Huh? Liebste Cordula, du hast mich mal wieder durchschaut, was? Soll ich jetzt die Sachen zusammenräumen, Horst? Du hältst die Klappe und magst, bis da bist. Gib's zu, du würdest niemals alle Möbel für das alte Buch hergeben. Niemals. Dachte ich's mir doch. Unter den Umständen brauche ich das Buch natürlich nicht, außer natürlich... Außer was? Außer natürlich, das Buch ist tatsächlich viel wert. Ach, Blödsinn. Warum willst du es dann immer noch? Mein Gott, Cordula, dann stell es halt zurück ins Regal, dann bleibt es eben da. Ja, dann bleibt es eben da. Und nun, Cordula? Willst du dich jetzt mit mir über jedes kleine Teil streiten? Wenn es sein muss. Cordula, wir sind doch erwachsene Menschen. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Du hast ja so recht, Horst. Warum habe ich bei dir eigentlich immer den Eindruck, du willst mich reinlegen? Das ist vollkommen unbegründet. Wir machen es so. Wir stellen alles vom Wert hier zusammen und später teilen wir auf. Hand drauf? Hand drauf. Und das Buch bleibt da? Und das Buch bleibt da. Gut. Dann übernimmst du die Bibliothek und ich und die Elfriede durchforsten die anderen Räume. Darf ich, Horst? Ach, was warte ich denn noch? Auf nichts, Horst. Ich gehe ja schon, Horst. Muss die jetzt gerade kommen? Ha? Eine Original-Erstausgabe von 1790. Von Schiller. Ha, das Buch ist unbezahlbar. Aber vielleicht wird es heute Nacht von einem Einbrecher gestohlen.